Schmetterlingskinder, was ist das? Schmetterlingskinder sind Betroffene einer folgenschweren Hauterkrankung mit dem Namen Epidermolysis bullosa. Das merkt sich niemand, deswegen sagen wir Schmetterlingskinder dazu. Epidermolysis bullosa führt dazu, dass die Hautschichten nicht gut aneinander haften. Das heißt, schon kleinste mechanische Belastungen führen zu Wunden und Blasen. Das Problem an dieser Krankheit, an der Epidermolysis bullosa, ist, sie ist selten, eigentlich erfreulich, aber dadurch gibt es wenige Experten, speziell in der Forschung gibt es wenige Experten. Es gibt vor allem auch zu wenig finanzielle Mittel, um die Entwicklung von Therapien sehr rasch irgendwie vorantreiben zu können. Wir sind sehr froh, dass es mit dem IMBA, mit dem Institut für Molekulare Biotechnologie, einen Partner gibt, der seit einigen Jahren an dieser Krankheit und an Möglichkeiten, die zu heilen, forscht. Und wir erhoffen uns in den nächsten Jahren wertvolle Beiträge für die Entwicklung von Therapien. Es sind schon einige sehr gute Ergebnisse erzielt worden. Wir hoffen, dass das so weitergeht. Seit 3 Jahren arbeiten wir an dieser großen Vision gemeinsam mit DEBRA Österreich, dass wir eventuell eines Tages die Schmetterlingskinderkrankung heilbar machen können. Wir haben schon viele Technologien hier in unserem Institut im IMBA entwickelt. Und die große Vision, die wir haben, ist, dass wir Zellen aus der Haut von diesen Kindern nehmen, die dann zurückprogrammieren mit unseren Technologien zu Stammzellen und in diesen Stammzellen den genetischen Defekt reparieren. Und wir müssen uns natürlich dann zusammentun mit den Klinikern, den Ärzten, die diese Kinder betreuen, um eventuell diese reparierten Zellen wieder zur Haut zu machen, um wieder zurück zu transplantieren in die Kinder rein. Wir können schon viele dieser Schritte, wir haben schon viele dieser Schritte gemacht. Und mit der Unterstützung der Lotterie glauben wir auch, dass wir eines Tages zu einem Schritt kommen, wo diese Vision eine Wirklichkeit werden könnten. Der Verein DEBRA, das Forschungsinstitut IMBA und die österreichischen Lotterien ziehen an einem Strang, wenn es darum geht, möglichst rasch eine wirkungsvolle Therapie für Schmetterlingskinder zu entwickeln. Diese Forschung ist sehr aufwendig, sie ist auch sehr teuer. Damit dieses Projekt entsprechend fortgeführt werden kann, unterstützen die österreichischen Lotterien als sozial engagiertes Unternehmen dieses Projekt und stehen ihm zur Seite. Tapfer, stark und hoffnungsvoll und auf der anderen Seite so zart und zerbrechlich, das sind die Kinder, die Tag für Tag ihr Leben mit der Schmetterlingskrankheit meistern. Diese Menschen, diese Schmetterlingskinder, haben einen starken und im wahrsten Sinne des Wortes harten Weg vor sich. Und wir als österreichische Lotterien bewundern auch, mit wie viel Zuversicht und Mut diese Menschen ihr Leben meistern. Und deswegen ist es eine ganz große Freude für uns als österreichische Lotterien, hier einen Beitrag zur Forschung nach der Heilbarkeit dieser Krankheit zu leisten. Ganz besonders dankbar sind wir den österreichischen Lotterien, weil sie dieses Projekt finanziell unterstützen und damit den Schmetterlingskindern und ihren Eltern sehr große Hoffnung machen. Danke.